Wir haben einen Krieg in der Ukraine, die Aktienbörsen fallen und dann gibt es eine Firma wie die hier gerade eingeblendete Prometheus Biosciences und die macht innerhalb von 3 Monaten 100% und steht auf einem Allzeithoch. Und jetzt ist doch die Frage, wie findest du denn diese Aktien, die in solchen Zeiten auch steigen, die sogar neue Höchstkurse machen? Wie du diese findest, das erkläre ich dir jetzt hier in diesem Video. Mein Name ist Jens Rabe und eine Sache, für die ich stehe, ist, dass ich Aktien gerne kaufe, wenn sie Stärke zeigen. Und wie das funktioniert, das will ich dir heute zeigen. Aber gleich noch eins vorweg, das ist natürlich keine Aufforderung, hier irgendwelche Aktien, die ich hier vorstelle, zu kaufen oder zu verkaufen oder nachzuhandeln, ne? Sondern das Ganze, das dient einfach nur dem Zwecke der Ausbildung, Vermittlung von Wissen. Deswegen liest ihr auch mal hier diesen Disclaimer durch. Jetzt lass uns mal loslegen. Also, wir haben diese Situation in der Ukraine, herrscht ein Krieg. Wir sehen, dass die Rohstoffpreise explodieren und im selben Zuge fallen die Aktienbörsen. Du hast gesehen, die Nasdaq ist mittlerweile zum Tief fast 30% gefallen, der DAX ist über 20% gefallen. Viele Aktien sind 50, 60, 70% gefallen. Und dennoch gibt es Aktien, die auch in dieser Zeit steigen. Und wäre es nicht schön, wenn dein Depot immer mit diesen Aktien gerade bestückt wäre, die gerade am Steigen sind? Ne? Jetzt wirst du natürlich sagen, also ich hoffe, dass du das sagst. Ja, natürlich, weil ganz ehrlich, ich möchte immer ein Depot haben, was steigt. Ne? Und ich möchte kein Depot haben, was zwischenzeitlich mal 20, 30, 40% ins Minus geht. Die Frage ist aber, wie findet man diese Aktien? Ne? Weil es gibt auf der Welt ungefähr 20.000 Aktien. Und die jetzt alle durchzuschauen und zu sagen, ja, die könnte gut aussehen oder die könnte gut aussehen, schwierig. Jetzt auch herzugehen und zu sagen, naja, ich habe gehört, diese Firma läuft gut oder diese Firma läuft gut, auch schwierig. Und weißt du, was auch schwierig ist? Wenn wir so Stimmungen mitbekommen, ne? Oh, jetzt steigen Minenaktien, oh, jetzt steigen Rüstungsaktien, oh, jetzt steigen Ölaktien. Ne? Im Grunde genommen, immer wenn wir das so mitbekommen, weil es dann in den Medien ist, weil man darüber spricht, weil es hier auf YouTube kommt, soll ich dir was sagen, dann ist meistens die Party schon, na, vielleicht noch nicht ganz vorbei, aber da ist schon ein ganzes Stück gelaufen. Und deswegen wäre es doch clever, wenn wir ein Auge auf Aktien hätten, die vielleicht gerade anfangen zu steigen, aber die jetzt eben schon Stärke zeigen. Und wie wir das machen können, wie wir solche Aktien finden können, das zeige ich dir jetzt. Und zwar will ich dir mal zeigen, was ich nutze. Das kann natürlich jetzt hier nur ein ganz, ganz kleiner Einblick sein, ne? Aber was ich täglich mache, um solche Gewinneraktien zu finden. Und dazu nutze ich Screener und ich nehme dich mal mit auf meinen Bildschirm und ich will dir mal was zeigen. Also du siehst hier nochmal diese Prometheus Biosciences, ne? Also eine Aktie, die sehr, sehr stark gestiegen ist. Du siehst hier innerhalb der letzten paar Monate hat die sich mehr als verdoppelt, steht jetzt fast bei 50 Dollar. Allein gestern ist diese Aktie 11% gestiegen. So. Wie kommt man jetzt auf solche Aktien? Was kann man jetzt machen, um solche Aktien zu finden? Und dazu nutze ich ein ganz, ganz einfaches und vor allen Dingen, das würde dir jetzt gefallen, kostenfreies Tool. Und zwar ist das von Finviz ein Screener. Und den zeige ich dir jetzt mal. Also hier, das ist die Seite Finviz. Können wir mal ganz kurz draufstehen. Das heißt Financial Visualizations. Und da gibt es hier einen Screener. Und dieser Screener, der ist unter anderem bei uns in der Akademie ein ganz, ganz fester Bestandteil unserer Ausbildung. Wir zeigen das allen unseren Kunden. Wir zeigen denen auch noch viel, viel mehr, noch viel detailliertere. Aber das ist mal so ein Einsteiger-Screener. Und eine Sache, die ich dir da zeigen will, die ist sehr, sehr, sehr einfach. Nämlich, wie finde ich solche Aktien, die gerade spannend sind? So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Du kannst diesen Screener sogar in der kostenfreien Version, kannst du hier einstellen. Und zwar, wir machen jetzt mal was ganz, ganz Einfaches. Du siehst hier, wir haben hier 8.500 Aktien. So, und von diesen 8.500 Aktien, die werden wir uns natürlich nicht alle durchschauen können. Und da werden jetzt einige Aktien steigen. Da werden aber natürlich auch viele, viele Aktien fallen. Aber wie finden wir jetzt gerade die, die für uns spannend sind? Und jetzt machen wir mal eine ganz simple, einfache Sache. Wirklich, das ist jetzt das Allereinfachste. Du gehst hier oben, wo Technical steht, gehst du einfach darauf. Und du machst nichts anderes, als hier mal einzugeben, bei 52 Wochen High, Low, das heißt also, gibt es ein neues höchstes Hoch der letzten 52 Wochen, gibst du ein New High. So, und da siehst du, wir haben aktuell 48. Das heißt, wir haben von 8.500 Aktien
sind wir jetzt runtergegangen auf 48 Aktien. Und jetzt machen wir eins. Wir gehen mal hier nach Market Cap, also das heißt nach Marktkapitalisierung. Wenn wir einmal drücken, da kommt hier von klein nach groß. Und wir gehen auch mal von groß nach klein. Und da siehst du hier die ganzen Aktien, die momentan, die also in der gestrigen Handelssitzung ein neues Allzeithoch oder beziehungsweise zumindest 52 Wochen hoch gemacht haben. Und das ist jetzt schon mal der erste gute Ausgangspunkt, um hier ein wenig nach Aktien zu screenen, die spannend sein könnten. Du kannst ja eine Sache machen, du kannst zum Beispiel hier auf Charts gehen und jetzt bekommst du alle diese Aktien in einem kleinen Chart angezeigt. Ne? Wie gesagt, du kannst es noch sehr, sehr, sehr viel detaillierter machen, wir machen das auch, aber nur mal so eine Basis zu haben. Und wenn du da jetzt durchgehst, dann siehst du schon auf den ersten Blick, welche Aktien könnten spannend sein. Das werden also hier nicht solche Aktien sein, die so einen riesen Sprung drin haben, weil das liegt dann meist daran, die wurden übernommen oder irgend sowas. Aber wenn wir jetzt uns mal hier zum Beispiel diese anschauen, die ZIM, ne, ZIM Integrated Shipping Services. Und diese Aktie ist übrigens eine Aktie, die sehr, sehr viele unserer Kunden zuletzt gekauft haben. Schon vor einigen Wochen. Warum? Weil sie sie genau über so eine Screening-Methode gefunden haben. So, und jetzt schau dir doch mal Folgendes bitte an. So, die Aktie ist hier ausgebrochen. Ne? Die ist hier, wir haben das jetzt mal ganz simpel gemacht, das letzte hoch. Und dann ist sie jetzt hier ausgebrochen, hier zum ersten Mal, dann hier zum zweiten Mal. Und jetzt sieht sie auch gerade wieder so aus, als ob sie ausbrechen würde. Ne? Wie gesagt, ich würde es hier nicht zwingend kaufen, aber das sind dann Details, die man dann in der Umsetzung machen muss. Aber jetzt überleg doch mal, und ich mache dir jetzt mal hier eins dazu. Ich vergleiche das Ganze jetzt mal mit dem S&P 500. Als diese Aktie hier, als hier der Markt sein Hoch markiert, ne, ist die Aktie auch relativ weit oben. Das siehst du hier an diesem Punkt. Komm, lass uns das mal hier kennzeichnen. Also hier im Januar macht der Markt sein Hoch und danach fällt er nach unten. So, die Aktie geht auch erstmal ein bisschen mit, aber jetzt passiert etwas, dass die Aktie hier nach oben geht, ein neues Hoch macht und vergleichen wir das wieder. Hier ist der Markt schon gefallen. Dann geht die Aktie auch wieder ein bisschen zurück. Und jetzt geht es wieder nach oben, macht hier wieder ein neues Hoch. Der Markt ist noch weiter gefallen. Und das ist ein unglaublicher Ausdruck von Stärke. Das heißt also, was haben wir hier gemacht? Wir haben nichts anderes gemacht, als zu dem Zeitpunkt hier wäre es ein neues 52-Wochen-Hoch gewesen. Das heißt, hier könnten wir diese Aktie finden. An dem Zeitpunkt, ne, da ist der Markt schon deutlich gefallen. Und jetzt können wir einfach hergehen und können sagen, okay, warum steigt denn diese Aktie? Das heißt, wir könnten uns ein bisschen damit beschäftigen, was das ist. Das heißt, wenn das sehr interessiert, wer es nicht nur technisch handelt, kann jetzt schauen, okay, was machen die denn überhaupt und so weiter. Aber er hat eben hier zum allerersten Mal eine Aktie auf den Schirm bekommen, die unglaublich große Stärke zeigt, obwohl der Markt fällt. Weil der Punkt ist doch das, in einem Bullenmarkt kann jeder Depp Geld verdienen. Ne? In einem Bullenmarkt irgendwie Geld zu verdienen ist überhaupt nichts Besonderes. Aber in einem Bärenmarkt Geld zu verdienen oder sein Geld zu erhalten, das ist die große Kunst. So, und jetzt haben wir doch so eine ganz simple Sache. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal hier angerissen. Ne? Das ist noch nicht ins Detail gegangen. Aber haben wir jetzt hier eine Möglichkeit gefunden, wie wir immer wieder solche Aktien finden können. Haben wir jetzt eine Garantie, dass die dann immer steigen? Nein, aber überleg mal. Wenn du immer und immer wieder nur Aktien kaufst, die gerade Stärke zeigen, die gerade besonders stark sind, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die weiterhin große Stärke zeigen. Warum? Weil was all diese Aktien hier nicht haben, ist der sogenannte Overhead Supply. Overhead Supply heißt, das male ich dir am besten mal hier ganz kurz auf. Stell dir mal Folgendes vor, wir nehmen mal eine Aktie wie PayPal und diese Aktie ist ja unglaublich stark gefallen. So, diese Aktie ist unglaublich gefallen und jetzt sagen viele, hey, ich muss doch jetzt versuchen, so eine Aktie zu kaufen. Das Problem an so einer Aktie ist ganz einfach, dass du hier, die Leute, die hier eingestiegen sind, ab dem Zeitpunkt sind alle im Minus. Das heißt, alle, die ab hier eingestiegen sind, sind alle im Minus, beziehungsweise auch noch sehr, sehr viel weiter davor, weil wir können mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Wir sind aktuell hier. Ne? Das heißt, im Grunde fast jeder, der nach der Corona-Pandemie eingestiegen ist, ist mit dieser Aktie mehr oder weniger, also ungefähr ab hier, im Minus. Also alle, die hier gekauft haben, sind im Minus. So, und natürlich alle, die hier in der Zwischenzeit mal gekauft haben, sind auch im Minus. Ne? Also im Grunde kann man sagen, eigentlich hier über diesen Zeitraum. Das heißt, fast alle Leute,
die vom April 2020 bis jetzt fast 2 Jahre lang diese Aktie gekauft haben, sind jetzt irgendwo, und sie im Depot haben, sind irgendwo im Minus. Und das erzeugt unglaublichen Frust bei diesen Anlegern. Und jetzt passiert Folgendes. Immer wenn diese Aktie steigt, kommen irgendwann Leute auf die Idee und sagen, Gott sei Dank, endlich raus damit. Endlich kann ich diese Position loswerden. Ne? Ob du das jetzt gut oder schlecht findest, spielt keine Rolle. Das ist einfach ein Fakt. Das nennt sich Overhead Supply. Das heißt, immer wenn die Aktie nach oben geht, kommen wieder irgendwelche Leute, schmeißen sie raus. Kommen wieder Leute, schmeißen sie raus und sagen, oh, endlich habe ich meinen Einstiegskurs wieder. Oh, Gott sei Dank habe ich meine Verluste verringert. Endlich raus aus dieser Aktie. Und deswegen haben es diese Aktien wahnsinnig schwer zu steigen. Deswegen suchen wir immer noch Aktien, die gut laufen. Warum? Weil, jetzt schauen wir uns nochmal die ZIM beispielsweise an, die gerade auf einem Allzeithoch ist. Zeig mir mal hier jemanden, der mit dieser Aktie im Minus ist. Und dann wirst du sagen, da gibt's niemand. Stimmt, es gibt niemand, der mit dieser Aktie hier im Minus ist, weil ja jeder, der gekauft hat, egal wo er gekauft hat, ist im Plus. Und deswegen haben solche Aktien einfach eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, keine Garantie, aber eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass sie weiter steigen. Warum? Weil der Verkaufsdruck fehlt. Okay? Es gibt niemanden, der verkaufen muss, sondern alle sind ja happy damit. Ne? Irgendwann kippen auch diese Aktien weg. So, dafür gibt es Stops. Aber das ist ein systematischer Ansatz, wie du an den Börsen agieren kannst. Und deswegen dieser ganz, ganz simple kleine Einblick in so einen Screener wie Finviz, ne, hilft dir ganz einfach aus einem, ja, so sagen wir mal, auf Zufall basierenden Handel, auf einer zufallbasierenden Aktienauswahl, eine systematische Aktienauswahl zu machen. Und da geht es jetzt nicht um Daytrading. Da geht es nicht darum, meine Aktie zu kaufen und die am nächsten Tag wieder zu verkaufen, sondern da geht es darum, auch meine Aktien über Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre zu behalten. Du musst es eben nur systematisch machen und dann findest du auch in so einer Krise wie jetzt immer wieder gute Aktien. Und wenn du sagst, naja, aber so eine Krise ist immer so sehr, sehr riskant, ne? Da will ich dir 2 Beispiele aus der Geschichte nennen. Und du musst allerdings eins machen, du musst dir selber mal anschauen. Okay, ich will jetzt nicht für dich hier die Arbeit machen, sondern wenn es dich wirklich interessiert, dann schau dir das mal an. Und zwar, wir nehmen mal einen Wert, den du gut kennst, das ist die Zoom. Ne? Zoom mittlerweile riesig gefallen. So, aber es war einer der besten Aktien im Corona-Jahr. Und was ist da passiert? Als in der Corona-Pandemie der Markt sein Tief gemacht hat, ne? Also irgendwie März, April 20, hat diese Aktie gerade ein neues Allzeithoch gemacht. Das heißt, wer damals diese Aktie über so einen ganz simplen Scanner, neues 52-Wochen-Hoch, wer diese Aktie gefunden hat, der konnte danach hunderte von Prozent mit dieser Aktie machen, weil danach ist die Börse wieder gestiegen und auch die Aktie ist wieder gestiegen. So. Und das geht sogar noch länger, nämlich eine Aktie, die du auch garantiert kennst, das ist Netflix. Ne? Mittlerweile Netflix ja auch ein bisschen unter Druck. Aber im Jahr 2009, zum Ende der Finanzkrise, 2007 bis 2009, im März 2009, ist Netflix auf ein neues Hoch ausgebrochen. Obwohl die Märkte gerade so runtergerauscht sind. Die Märkte preschen nach unten weg und die Aktie macht ein neues Allzeithoch. Wie findest du sowas? Du hast im Jahr 2009 mit Sicherheit noch nie etwas von Netflix gehört. Genauso wie du im Jahr 2020 noch nie etwas von Zoom gehört hast. Aber ein technischer Scanner, der zeigt dir sowas. Und deswegen musst du solche Scanner nutzen. Scanner sind das A und O einer Börsenanlage. Und ganz ehrlich, selbst ein Warren Buffett nutzt Scanner. Was, der nutzt Scanner? Ja, der nutzt Scanner bloß auf seine Art und Weise. Bei ihm bedeutet halt Scanner, lies jeden Tag 5 Unternehmensberichte und suche nach dem Muster, was du suchen willst. Jetzt sind wir nicht Warren Buffett, sondern wir müssen uns andere Dinge behelfen. Und deswegen nutzen wir halt so einen technischen Scanner. Okay? So, es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Ne? Market Smith und so weiter und so fort. Man kann nach fundamentalen Scannen, Daten scannen, man kann nach Sektoren scannen und so weiter und so fort. Also es gibt viele Möglichkeiten. Fakt ist aber, wenn du noch keinen Scanner benutzt, in irgendeiner Art und Weise, handelst du nicht professionell. Jeder professionelle Händler nutzt auf die eine oder andere Art und Weise einen Scan-Prozess. Ob der jetzt fundamental ist, ob der jetzt technisch ist, ob das eine Kombination ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn du das machst, wirst du zu jeder Gelegenheit immer gute Aktien finden. Nicht jede Aktie wird ein Gewinner. Da wird es auch Aktien geben, die du genau am Hoch kaufst, dann gehen sie runter. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel, viel besser, dass du selbst in so einer Phase wie jetzt bessere Aktien im Depot hast, als wenn du
auf irgendwelche Namen hörst, die dir vielleicht irgendwo im Kopf rumschwirren, weil du sie seit 2 oder 3 Jahren kennst. Ne? Und das ist eben eine gute Herangehensweise. Und das ist auch das, was wir neben vielen Routinen, neben vielen Marktauswertungen und so weiter, was wir unseren Kunden einfach zeigen, weil wir wollen, dass unsere Kunden weggehen von diesen, ich habe gehört, das ist was Gutes, ich habe gehört, dass das ist was Gutes. Also, dass sie hingehen zu einem professionellen Ansatz im Börsenhandel. Und wenn du sagst, hey, das ist cool, dann machst du jetzt 2 Dinge. Nummer 1, du schaust dir mal diesen Scanner bei Finviz an, also einfach finviz.com, okay, probierst mal ein bisschen rum. Und wenn du sagst, ich möchte das auf eine richtig professionelle Art und Weise lernen, ich möchte wirklich sehen, wie man damit systematisch an den Märkten Geld verdienen kannst und kann, dann melde dich einfach mal bei uns, wir sprechen mal miteinander und dann schauen wir, ob wir zueinander passen und ob wir dir helfen können. Okay, in diesem Sinne danke ich dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video und bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.